Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir freuen uns, dass Sie bei unserer zweiten Online-Lesung auch wieder dabei sind. Kristalle der Hoffnungen, so lautet unser Leitmotiv für diese Lesereise. Und wir wollen versuchen, in unterschiedlicher Weise Lebensgeschichten über Literatur, über Vorlesen lebendig zu machen. Sie sollen zur Ermutigung beitragen, Ermutigung angesichts so mancher politischer Situation, aber auch angesichts der Pandemie, die manchmal doch ein bisschen bedrängend ist und auf die Psyche drückt. Vielleicht ist ein so kleines Leseabenteuer und so eine Vorlesung, so eine Lesung etwas, was zur Ermutigung beiträgt und vielleicht auch ein bisschen Lust an der Diskussion um und am Gespräch erzeugt. Nach einer kurzen Begrüßung wird Heinrich Bleicher-Nagelsmann, er ist Vorsitzender der Hans-Meyer-Gesellschaft, eine kleine Einleitung machen und uns die Person Inge Jens und Hans-Meyer vorstellen. Im Anschluss werden Irene Scherer und ich selbst, mein Name ist Welf Schröter, wir werden Auszüge aus Texten von Inge Jens vorlesen. Und nach einer starken Stunde von allem zusammen gibt es noch die Möglichkeit für ein kleines Gespräch oder eine Rückfrage. Je nachdem, wie lang das ist, werden wir entweder 7:15 oder 7:30 mit der Veranstaltung zu Ende sein. Das vielleicht grob als Rahmen. Warum haben wir den heutigen Tag gewählt? Am heutigen Tag wäre, wenn sie noch leben würde, Inge Jens 95 Jahre alt geworden. Wir dachten, das ist ein guter Tag, diesen Abend zu wählen für eine solche Lesung. Und wir dachten auch, es ist eine gute Möglichkeit, nicht nur über sie selber zu sprechen, sondern gleichzeitig durch die Worte und durch die Sätze von Inge Jens einen Blick auf Hans Meyer zu werfen. Inge Jens, Hans Meyer, Carola Bloch, Anne Frommann und viele andere sind Bestandteil unserer Reihe Kristalle der Hoffnungen. Und wir glauben, dass wir durch diese Lesungen ein bisschen dazu beitragen können, sowohl die Lust am Lesen zu erzeugen, wie auch vielleicht ein bisschen hinter die Buchstaben zu schauen und zu erläutern, warum sich die eine oder andere Person so oder anders verhalten hat. Ich mache es kurz. Ich übergebe jetzt den Ball an den Heinrich Bleicher. Er ist Gründer, Mitbegründer und Vorsitzender der Hans-Meyer-Gesellschaft. Und er hat wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Buch entstehen konnte, aus dem wir heute vorlesen wollen. Es ist ein Buch, in dem Schülerinnen und Schüler, Freunde und Freundinnen von Hans Meyer über ihn sprechen. Ein Interview-Sammelband, eine Möglichkeit, die verschiedenen Facetten Hans Meyers kennenzulernen. Lieber Heinrich, übernimm du. Ganz herzlichen Dank und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse daran haben, mit uns gemeinsam an Inge Jens zu erinnern und an sie zu denken. Ich bin sicher, dass viele von Ihnen, gerade die aus Tübingen kommen, sie gekannt haben, auch ihre Arbeiten gekannt haben und etwas über sie wissen. Aber vielleicht kann ich an einige Sachen erinnern und ein paar Dinge erzählen, die für den einen oder die andere vielleicht doch neu sind. Ich habe, wie Welf gerade schon gesagt hat, mit verschiedenen Menschen gesprochen, die Hans Meyer noch persönlich gekannt haben. Und selbstverständlich ist Inge Jens eine der Personen gewesen, die ihn am längsten gekannt haben, aber auch persönlich sehr gut durch die Freundschaft in Tübingen. Kennengelernt haben die beiden sich schon in den 50er Jahren. Da war Hans Meyer noch Professor in Leipzig. Inge Jens habe ich kennengelernt auf einer Veranstaltung zum 100. Geburtstag von Hans Meyer in Köln. Bei der waren auch anwesend Jost Hermant, mit dem gibt es auch ein Gespräch in diesem Buch, und ebenfalls mit dem Nachlassverwalter von Hans Meyer, mit Rechtsanwalt Kurt Grönewoldt. Hans Meyer hat, als er noch Professor in Leipzig war,
viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch aus dem Westen in die DDR eingeladen, in den berühmten Hörsaal 40. Da waren also so bekannte Leute wie Inge Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass und eben auch Walter Jens und Inge Jens. Inge Jens hat 1960 einen Vortrag in einem Oberseminar gehalten in Leipzig über den Briefwechsel zwischen Thomas Mann und Ernst Bertram. Das ist ein Germanist aus Köln gewesen, eine etwas interessante und auch zwiespältige Gestalt. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das Novum war, dass zu diesem Zeitpunkt Inge Jens sich mit der Biografie und den Personen beschäftigte, aus so einem Briefwechsel raus. Das gab es zu der Zeit noch nicht. Insoweit war das auch ein spannender Vortrag. Und der Verleger, der das ermöglicht hat, der hat dann vorgeschlagen, dass man doch Frau Walter Jens besucht. Bevor ich aber darauf eingehe, doch noch einiges zu den Stationen und Ereignissen aus dem Leben sowohl von Inge Jens als auch von Hans Meyer. Erst spät, mit 82 Jahren, hat Inge Jens ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Unvollständige Erinnerungen hat sie sie genannt. Und über ihre Jugendzeit berichtet. Sie ist, das wurde schon erwähnt, am 11. Februar 1927 in Hamburg geboren worden. Sie war das älteste von vier Kindern. Ihr Vater und die Mutter waren durchaus wohlhabende Menschen. Also es war ein gut bürgerliches Elternhaus. Und zu dem Zeitpunkt damals war der Vater, die Nazi-Zeit hatte in gewissem Sinn ja schon angefangen, bei der SS. Und die Mutter hatte Volkswirtschaft studiert auf Wunsch ihres Vaters, ist zu einer Fachhochschule für Frauen gegangen, hat aber dann keinen Beruf ergriffen, weil sie geheiratet hat. Der Vater von Inge Jens war wohl kein Hardliner bei den Nazis, aber es war selbstverständlich, dass Inge Jens Mitglied der Hitlerjugend wurde. Und sie wurde auch BDM-Führerin. Und als BDM-Führerin hat sie in der Kinderlandverschickung mitgearbeitet. Die Männer, aber später auch die Frauen, wenn sie 16 waren, wurden dann als Jugendliche schon bei der Flugabwehr eingesetzt. Und Inge Jens hatte auch einen Gestellungsbefehl dafür. Sie hatte aber sich eine Beinverletzung zugezogen, kam ins Krankenhaus und dankenswerterweise hat der Chefarzt dort sie bis zur Hüfte eingegipst und sagte, kommen Sie mal in 3 Wochen wieder. In 3 Wochen kam Inge Jens wieder. Er hat den Gips abgemacht und Inge Jens ist da geblieben, weil sie im Krankenhaus helfen sollte. Und sie hat dann gesagt, wahrscheinlich hat mir das Leben gerettet. Sie musste dann auch bei Operationen teilnehmen und hat so auch die Schrecken des Krieges von dieser Seite erfahren. Okay, als sie dann der Krieg zu Ende war, wollte sie eigentlich Medizin studieren. Das ging aber nicht, weil die Studienplätze von Männern besetzt wurden. Sie hat dann eine Ausbildung als Sekretärin gemacht und hat gedolmetscht und bekam dann die Chance, eine Ausschreibung beim NWDR anzunehmen, Nordwestdeutscher Rundfunk. Und sie ist dahin gegangen, hat sich da vorgestellt und war sicher, dass sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse und ihrer Kompetenzen angenommen würde. Das war aber nicht der Fall. Die Begründung war, dass sie als Mitglied der Hitlerjugend und dann auch als BDM-Führerin
nicht dafür tauglich ist, in einer Rundfunkstation zu arbeiten, die sich der Reedukation gewidmet hat. Damals haben also die Besatzungsmächte da noch ziemlich genau hingeschaut. Okay, was tun? Inge Jens hat ihr Abitur nachgeholt und ein Freund hat ihr dann geraten, Philosophie zu studieren, also in die Philosophische Fakultät der Universität Hamburg zu gehen. Dort hat sie Kommilitonen kennengelernt und durch diese von der anderen Seite der Nazi-Zeit erfahren, nämlich vom Faschismus, von Verfolgung, von Repression, aber auch von Widerstand. Und in Verbindung mit dieser Ablehnung beim NWDR und den Erfahrungen über die Kriegszeit von anderer Seite hat dann ein Nachdenken bei ihr eingesetzt über die Schrecken des Krieges, über den Faschismus. Und aus den eigenen persönlichen Erfahrungen, das waren ja dann Bombenangriffe, Bombennächte und den Schrecken des Krieges, die sie erlebt hat, ist sie dann auch zu einer Pazifistin geworden. Wir werden da später noch von hören. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Sie hat sich dann an der Uni Tübingen beworben. In dem Gespräch spielte auch ihre BDM-Rolle nochmal eine kleine Angelegenheit, aber sie hat die Zulassung an der Universität bekommen. Und in dem Haus, wo sie wohnte, gab es einen Wohngenossen, einen jungen Mann, mit dem sie sich angefreundet hatte. Das war Walter Jens, schon ein junger Akademiker. Und dieser Mensch war praktisch völlig untauglich. Und Inge Jens hat dann den Ofen geheizt, weil er nicht mal dazu in der Lage war. Und im Gegenzug hat sie dann Griechischunterricht von ihm bekommen. Die Freundschaft hat sich sehr schnell entwickelt und 1951 haben die beiden dann geheiratet. Sie hat dann durch einen glücklichen Umstand eine spannende Arbeit bekommen. Ich hatte das schon erwähnt. Den Briefwechsel zwischen Thomas Mann und Ernst Bertram rauszugeben. Im Neske Verlag. Und der Verlagsinhaber Neske hat gesagt, es wäre doch wirklich gut, nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch um näher ranzukommen an die Sache, dass man Katja Mann in Zürich besucht. Also ist man 1959 nach Zürich gereist. Katja Mann hat persönlich empfangen und es hat sich ein sehr spannendes und interessantes Gespräch ergeben mit zwei Sachverhalten. Der erste war eine Frage zur Emigration. Und ganz empört sagte, als Inge Jens danach fragte, Emigration, rausgeschmissen haben die uns, rausgeschmissen, einfach so nach einem ehrenwerten Leben. Und diese Sichtweise auf Emigration, was ja so ein, teilweise auch einen gewissen Nimbus dann hatte in der Zeit, hat ihr klargemacht, dass Emigration auch anders aussehen konnte. Der zweite Sachverhalt bezog sich auf den Tod von Klaus Mann. Thomas Mann und seine Frau waren auf Vortragsreise in Schweden und erhielten die Nachricht, dass der Sohn sich das Leben genommen hatte. Und Thomas Mann schreibt an den Ernst Bertram, naja, wir haben einen Augenblick überlegt, ob wir zurückreisen sollen, aber wir haben uns entschieden zu bleiben. Das fand Inge Jens etwas sehr merkwürdig und fragte dann Katja Mann, ja, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und Katja Mann guckte und sagte, das war so, das bleibt stehen. Also eine interessante Erfahrung dessen, was Wahrheit bedeuten kann. Und das hat sich dann später natürlich auch ausgewirkt auf die Arbeit, die Inge Jens mit den Tagebüchern von Thomas Mann hatte. Mit Emigration kannte Hans Meyer sich aus.
Hans Meyer hat ja eine juristische Laufbahn begonnen, war Doktor der Rechte und musste 1933 in Berlin sein zweites Staatsexamen machen. Das war schon zu einem Zeitpunkt, als die Nazis an der Macht waren. Auf der anderen Seite des Tisches saßen seine Professoren und ein junger Staatssekretär mit Namen Hans Freisler, der spätere Präsident des Volksgerichtshofes. Und für Meyer war völlig klar, dass er gar nicht nach Köln zurückkehren kann. Die Nazis hatten inzwischen die elterliche Wohnung durchsucht und er wusste, dass er nicht mehr nach Hause gehen konnte, sondern ins Exil gehen musste. Politische Freunde haben ihm dabei geholfen, auch seine Eltern. Und er ist dann über die grüne Grenze nach Belgien gegangen, war eine gewisse Zeit in Straßburg und ist dann nach Paris gegangen. Das Ganze übrigens ohne einen gültigen Pass, was schon ein gewisses Risiko war. In Paris hat er dann für das Institut für Sozialforschung gearbeitet, für Max Horkheimer. Eine seiner ersten großen Studien ist da erschienen. Ich glaube, da ist irgendwo ein Co-Referat. Ich höre immer so eine Stimme. Okay, von Paris ist er dann in die Schweiz gegangen. Dort saß der Professor Hans Kelsen, den er noch aus Köln kannte. Aber er hat zwar noch juristisch Arbeiten angefertigt, auf der anderen Seite aber ist er vom Juristen zum Literaturwissenschaftler geworden. Er hat sein berühmtes Buch über Büchner geschrieben, ein Buch, mit dem er später sich in Leipzig habilitieren konnte. Zum Ende des Krieges, er hatte noch viele Leute kennengelernt im Exil in der Schweiz, auch als Redakteur dort gearbeitet für eine Zeitschrift über die Grenzen und illegal, weil es war nicht erlaubt, für Zeitungen tätig zu sein, für eine Zeitung Die Tat, in der er viel veröffentlicht hat. Nach dem Krieg ging es dann zurück und er ist mit Hilfe der Amerikaner nach Frankfurt gekommen. In Frankfurt war er Redakteur der DANA, der späteren dpa, und er war auch Redakteur beim Hessischen Rundfunk. An seinem 40. Geburtstag 1947 ist er zum Vorsitzenden der VVN Hessen gewählt worden und ist lange Jahre im Vorstand der VVN gewesen. Und diese Tätigkeit hat es ihm auch möglich gemacht, mit einem Dienstwagen nach Berlin zu fahren und im Oktober 1947 am ersten Gesamtdeutschen Schriftstellerkongress teilzunehmen. Dieser erste Gesamtdeutsche Kongress war allerdings auch der letzte. Der Kalte Krieg kam, die Auseinandersetzung kam. In dem VVN-Vorstand bundesweit, da waren alle Zonen drin vertreten, hat er auch Kurt Bartel kennengelernt. Der war Mitglied des Geheimen Komitees im Lager Buchenwald. Und er hat ihn wohl dafür vorgeschlagen, dass er, obwohl er gerade erst in der DDR angekommen war, einen großen Vortrag über Goethe halten konnte. Zu dem großen Fest der freien deutschen Jugend. Hans Meyer hat Goethe schon immer geliebt, schreibt er in seinen Erinnerungen, schon während der Schulzeit, und hat sich, wie wir wissen, sehr viel mit ihm beschäftigt. Und er hat dann 1973 ein sehr spannendes Buch über Goethe rausgegeben, ein Versuch über den Erfolg. Und dieses immer noch lesenswerte Buch hat er Walter Jens gewidmet. Und mit Inge Jens hat er sein letztes Goethe-Buch erarbeitet. Das war dann in Tübingen
in der Neckehalde 41, eine Wohnung, die ihm die Jensens besorgt haben. Und Inge Jens hat sehr akribisch mit ihm an den Papieren gearbeitet. Und ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Das war dann die letzte Veröffentlichung, die Hans Meyer gemacht hat. Bekannt geworden ist Inge Jens auch als eine Friedensaktivistin. Also neben ihrer herausragenden Tätigkeit als Editorin und Literaturwissenschaftlerin hat sie sich aufgrund der Erfahrungen auch mit der Wiederaufrüstung auseinandergesetzt. Sie war Mitglied der Tübinger Friedensgruppe, hat gemeinsam mit ihrem Mann Walter Jens in Mutlangen demonstriert und dafür auch vor Gericht gestanden. Ich denke, dass wir darüber auch noch etwas hören. Und sie hat auch gemeinsam mit Walter Jens im Golfkrieg 1990 zwei amerikanische Deserteure versteckt gehalten, einen jungen Mann und eine Frau. Das war natürlich nicht erlaubt und Walter Jens erhielt eine Vorladung vor Gericht, worauf Inge Jens sehr empört reagiert hat und gesagt hat, denken Sie, ich war da nicht auch für zuständig? Das Ergebnis war, beide wurden angeklagt und verurteilt zu ca. 25.000 Euro. Also, kurz gefasst, ein langes, spannendes und interessantes Leben. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Einblick geben konnte und bin sicher, dass wir mit den Beiträgen, die Welf und Irene aus dem Buch vortragen, noch einiges mehr erfahren. Dieses Buch ist Inge Jens als Ehrenmitglied der Hans-Meyer-Gesellschaft gewidmet. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Heinrich. Irene Scherer und ich, wir gehören zum Thalhammer Verlag und sind beide Herausgeber der Buchzeitschrift Latenz. Wir wollen nun aus dem Band Der unbequeme Aufklärer, Gespräche über Hans Meyer, aus einem Interview lesen, das zu den letzten Interviews gehört, die Inge Jens gegeben hat. Heinrich Bleicher hat mit ihr gesprochen und es trägt den schönen Titel »Es gibt wenige Menschen, denen ich so viel verdanke wie Hans Meyer«. Irene Scherer liest als erstes, wir steigen punktuell ein, mit der Frage, wie wurde Hans Meyer in der DDR behandelt? Inge Jens, naja, er ist da nicht sehr lange in der DDR geblieben. Er ist da doch einfach in den Westen emigriert, man muss es sagen. Es war für uns keine Überraschung, weil seit geraumer Zeit immer mal Bücher ankamen. Am Anfang habe ich einige aufgemacht. Es waren besonders schöne Bücher drin. Dann habe ich sie gar nicht mehr aufgemacht, weil ich dachte, okay. Aber für seine Freunde kündigte sich die Übersiedlung schon an. Ganz entscheidend für den Gedanken, nicht in der DDR zu bleiben, von Übersiedlung war noch nicht zu reden, war die Tatsache, dass Bloch nach dem Bau der Mauer nicht wieder zurückkehrte. Das hat ihn unendlich getroffen. Ich glaube, er hat sogar mehrere Wochen krank verbracht. Es hat ihn völlig aus der Bahn geworfen, dass Ernst Bloch nicht mehr nach Leipzig zurückkehrte. Der Kontakt mit Bloch war sehr eng und in Leipzig noch enger, als er nachher hier in Tübingen war. Dann die Frage. Sie haben, wenn ich das richtig erinnere, Hans Meyer ja auch in Leipzig besucht. Und dann war auch Ernst Bloch, vielleicht auch Carola Bloch, bei diesen Gesprächen mit dabei. Inge Jens? Ja, sicherlich nicht bei den Seminaren und bei den akademischen Veranstaltungen, aber bei den privaten Veranstaltungen, bei Einladungen sowie Gesprächen hinterher waren die immer dabei. Selbstverständlich. Hans Meyer war auch in gewisser Weise stolz auf diese Freundschaft mit Bloch, und sie hat ihm unendlich viel bedeutet.
So viele für ihn in Frage kommende wirkliche Partner zum Austausch hatte er natürlich nicht dort drüben. Er hatte seine Schüler, unter denen sich ja doch eine ganze Anzahl nicht unbedeutender befand. Aber die Freundschaft mit Bloch hat ihm schon sehr viel bedeutet. Hans Meyer war ein Mensch der Bücher. Er liebte Bücher und möglichst viele, und er hatte seine eigene Bibliothek. Eine Frage an Inge Jens. In seinen Erinnerungen spricht Hans Meyer ja ganz stolz über die formidable Bibliothek, die er sich angeschafft hat, als er in Leipzig anfing. Und das hat er in einem Brief an einen Bekannten in Westdeutschland geschrieben. Und er hat dann, Sie haben das schon angedeutet, dafür gesorgt, dass zumindest die wichtigsten und besten und ihm besonders nahestehenden Werke dann auch in den Westen gingen. Inge Jens griff die Frage auf und antwortete, er hat relativ regelmäßig Bücher gesandt und wenn die Stasi etwas intelligenter gewesen wäre, hätte das deutlich auf eine bevorstehende intendierte Republikflucht hingewiesen. An einer anderen Stelle wird Inge Jens gefragt, wie eng die Beziehung, die Freundschaft zu Hans Meyer war. Und Hans Meyer, der 1963 aus Leipzig in den Westen ging, hat dann auch Inge Jens besucht, die gerade ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. Inge Jens antwortet auf diesen Zusammenhang, rührend war er. Er hat großen Anteil genommen. Er war ein ganz treuer Freund. Menschen, denen er sich erschloss, denen war er ein wirklich absolut zuverlässiger und sehr treuer Freund, auch im geistigen Bereich. Da hatte er so ein ungeheures Wissen und sie konnten ihn wirklich alles fragen, auch nach allen Grenzgebieten, und das war schon sehr schön. Die Rolle, die Literatur für ein Leben spielen kann, spiegelte sich bei Hans Meyer in seiner Existenz schon sehr deutlich. Und er vermittelte dies weiter. Er zeigte, dass das nicht ein Privileg nur für ihn war, sondern dass man sich um dieses Privileg bemühen kann. Schon angesprochen, Hans Meyer hat sich sehr stark auch mit der Person und dem Werk Goethes befasst. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, wie Inge Jens Hans Meyer geholfen hat und wie dabei in dieser Diskussion auch ein Bezug hergestellt wird zu Hans Meyers Leben, zur Exilzeit und zu dem Arbeitszwang, den er in der Schweiz unterlag. Irene liest weiter. Wie war das nun bei der Entstehung des Goethe-Buches? Inge Jens. Ja, das war sehr schwierig, denn das war ein riesiger Zettelkasten oder mehrere Zettelkästen, die aber durchaus nicht nur Goethe-Materialien, sondern ich weiß nicht, was alles enthielten. Ich hatte jedenfalls einen riesigen Tisch und ordnete das erstmal nur nach Papierqualität, um überhaupt Ordnung reinzukriegen. Ich musste ja irgendeine Ordnung in diesen Wust kriegen. Das war ein wirklicher Wust in diesen zwei Kisten, die er da nicht lange vor seinem Tod wieder auf seiner Terrasse offerierte. Das war schon ganz happig. Da habe ich zunächst mal nach Papier sortiert und nach Tinte sozusagen und nach dem Duktus des Schreibens. Und dann konnte ich inhaltlich vorgehen. Es wäre sonst ein schreckliches Buch geworden, weil es zu zwei Dritteln aus Sachen bestanden hätte, die er schon publiziert hatte. Das hatte er dann im Alter vergessen. Da musste er jemanden haben, der sagt, Hans, das haben Sie schon mal gesagt. Das sollen Sie hier nicht schreiben. Das wollen wir nicht zum dritten Mal lesen. Das kennen wir aber jetzt. Das kennen wir noch nicht. Und das hätten wir ganz gerne auch. Da hat er mir einfach vertraut, da wusste er, ich würde ihn nicht reinlegen wollen und es war kein Problem. Da hat er viel Papier geopfert, Geschriebenes. Und die Frage, woher seine Leidenschaft für Goethe herrühre und warum Goethe für ihn so entscheidend gewesen sei? Inge Jens, das ist schwer zu sagen, warum war Goethe für ihn so entscheidend? Weil er viel konnte. Weil er auf so vielen Gebieten dann bis dato doch immer wieder unübertroffene Leistungen zu Wege gebracht hatte.
Für Qualität hatte Hans Meyer einen untrüglichen Sinn. Und da musste er bei Goethe ja so furchtbar weit nicht suchen. Das stimmt, kommt jetzt die Frage. Aber er hat ja dann noch ein neues Vor- und Nachwort geschrieben über die Pariser Zeit, am Anfang, glaube ich, und dann am Abschluss Tübingen 1999. Inge Jens, ja, es lag ihm schon daran, eine Kontinuität auch in seinem Leben herzustellen. Und das konnte ich auch verstehen. Ein alter Mann blickt zurück auf ein Leben, was nun wirklich nicht durch Kontinuität geprägt war. Und zwar nicht durch eigene Unstetigkeit, sondern einfach durch die politischen Umstände. Was er noch 1933 bis 1945 erlebt hat, kann man sagen, es ist ihm gut gegangen, verglichen mit anderen. Aber wenn Sie es für sich nehmen, können Sie nicht sagen, dass es ihm gut gegangen sei. Straßen zu pflastern und was weiß ich, zu Zwangsarbeit herangezogen zu werden, die ihm doch in keiner Weise irgendwie gelegen hatte. Er war ein Mensch, der geistig ungeheuer viel zu bieten hatte, dem da auch auf den entlegensten Gebiet was einfiel. Aber Straßen zu pflastern, das war ihm wirklich nicht in die Wiege gesungen worden. Aber er hat es halt gemacht. Er hat es machen müssen und man kann sich nicht gut entziehen. Da ging es ums Überleben, das ist klar. Inge Jens. Aber das muss man auch immer mit einrechnen, wenn man über ihn hinterher urteilt. Er hat solche Lebenssituationen auch wirklich durchleben müssen. Sie können natürlich sagen, gut, es gibt so viel Schlimmeres, als Straßen pflastern zu müssen. Zugegeben sofort. Aber für einen Menschen wie Hans Meyer war das schon eine große Herausforderung oder Demütigung. Da musste er auch erst für sich entscheiden. Ist das eine Demütigung? Ist das jetzt eine Herausforderung? Ihr kriegt mich nicht klein. Frage. Dann war natürlich auch eine ganz schwierige Situation die Frage der illegalen Grenzübergänge. Das gehört zur Exilzeit dazu. Inge Jens. Natürlich, aber das traf ihn nicht allein. Das war ein allgemeines Immigrantenschicksal, weil es nicht leichter gemacht im Einzelfall. Aber das ist kein spezielles Hans-Meyer-Schicksal gewesen. Das ist sicher richtig, aber es spricht doch einmal für die Unsicherheit und Gefahren dieser Situation damals. Inge Jens? Ja, er war hochgradig gefährdet und hatte immer die Angst, abgeschoben zu werden. Also dann schon lieber in der Schweiz Straßen pflastern. In einer weiteren Passage in dem Interview geht Inge Jens auf die Besonderheiten von Hans Meyer ein, seine besonderen Eigenschaften, seine Kenntnisse und die Art und Weise, wie er manchmal durchaus etwas schroff, aber doch irgendwie auch freundlich mit Menschen umging. Eine Passage, die durchaus eine Mischung zwischen Humor und Erschrecken da ist. Die Frage: Er hat ja auch für die Zeitung Über die Grenzen als Redakteur mitgearbeitet. Das war in der Schweiz. Und als er dann sehr früh wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, hat man sich in dieser Zeitschrift von Seiten der Redaktion auch ganz besonders von ihm verabschiedet, weil man mit ihm einen Mitarbeiter verlor, der eine tiefschürfende und klug einschätzende Kenntnis der politischen Situation hatte. Inge Jensens Antwort: Aber ja, es ist ja nicht nur so, dass er über Literatur schreiben konnte, denn er war eben auch ein eminent kluger, hochgebildeter Mann, der sich auch bemühte, jede Situation historisch einzuordnen. Es ist nicht Situation an Situation gereiht, sondern jede Situation gehört in einen fortlaufenden Kontext. Denn dieser Kontext wird erst durch die Aneinanderreihung dieser Situationen gebildet. Und dessen war er sich schon auch bewusst. Frage: Ja, mit dieser Kenntnis und diesen Fähigkeiten ist er dann auch zur deutsch-amerikanischen Nachrichtenagentur gekommen, also der Vorläuferorganisation der späteren DPA. Und das ist natürlich etwas, wozu man entsprechende Voraussetzungen braucht. Inge Jens: Aber wer soll diese liefern, wenn nicht Hans Meyer?
ein ausgebildeter, examinierter Jurist und für die Kultur auch ein konzertreifer Pianist. Das sollte man auch nicht vergessen, weil ja nicht nur die Fähigkeit des Klavierspielens damit gemeint ist, sondern auch die Kenntnis und die Verinnerlichung der gesamten Literatur, also der musikalischen Literatur. Der hat ja schon viel mehr in die Waagschale zu werfen gehabt als die meisten, auch Remigranten. Dass er vielseitig verwendbar war, das ist klar. Frage: Wenn ich mich richtig erinnere, hat er Ihnen anscheinend auch die Tür zur Musik etwas weiter geöffnet. Das Stichwort Wagner. Inge Jens: Ja, Wagner hat er mir viel erklärt. Er fuhr auch regelmäßig nach Bayreuth und ich wusste eigentlich nichts von Wagner und dafür danke ich ihm sehr viel, weil er eben auch genau mit den Leitmotiven und der Wiederaufnahme der Zuordnung auch die Struktur der Musik mir sehr deutlich gemacht hat. Von den Bayreuther Aufführungen hätte ich ohne Hans Meyer sicherlich nur die Hälfte gehabt. Frage: Das klingt ja ein bisschen merkwürdig, wenn man so das so hört. Ein politisch tätiger Jude widmet sich der Wagner-Musik. Und wer Wagner in dieser Hinsicht kennt, wundert sich dann etwas. Inge Jens: Aber die Wagner-Begeisterung ist ja viel älter. Die ist ihm wahrscheinlich als Kind vermittelt worden. Er muss ja ein glänzender Pianist gewesen sein, nach allem, was man hört. Und er wird auch Wagner gespielt haben. In jüdischen Häusern wurde ja bekannterweise sehr viel Wagner gespielt. Ich weiß nicht, wie musikalisch seine Eltern waren. Er hat wenig über seine Eltern erzählt und ich habe auch nie gewagt, ihn zu fragen, weil ich eben nicht weiß, dass er mir nur eine sehr pauschale und schreckliche Auskunft hätte geben können und ich ihn da auch nicht quälen wollte. Ich sehe ihn aber durchaus am häuslichen Flügel mit Hingabe Wagner spielen, rauf und runter, und zwar auswendig und dann noch ein bisschen improvisierend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bedauere sehr, dass ich ihn damals niemals Klavier spielen hörte, aber er hat dann auch nach dem Kriege keine Taste mehr angerührt. Frage: Ja, auch auf diesem Gebiet war er bewandert. Er ist ein hervorragender Jurist gewesen, ein hervorragender Literaturwissenschaftler und hatte ausgezeichnete Kenntnis der Musik, eben auch in der Musiktheorie. Inge Jens: Was ich von Hans Meyer auch in puncto Musik gelernt habe, das ist ungeheuer. Er verfiel dann auch oft ins Präzeptorale. Ich kam mal hier in Tübingen ins Treppenhaus. Er machte die Tür auf und sagte: Bleiben Sie stehen. Da an der Wand, gucken Sie das Bild an, was fällt Ihnen dazu ein? Ich weiß nicht mehr, welches Bild es war, aber ich musste das tun. Beschreiben Sie mir das Bild, dann kommen Sie mit der Sache schon näher. Er konnte durchaus etwas Präzeptorales haben. Er zwang einen aber zunächst einmal hinzugucken. Das war die Situation. Es war so, dass er dann auch sehr gezielte Kenntnisse vermittelte. Auch oft sehr schroff und unerwartet. Aber das war nicht bös gemeint, sondern das war nur: Halt, nicht vorbeigehen, gucken, was fällt Ihnen dazu ein? Ich bin gelegentlich zu ihm gekommen und weiß, er hatte oft irgendetwas anzumerken. Bleiben Sie stehen und schauen Sie sich das mal an. Er hatte meistens das Radio laufen. Einmal sagte er: Setzen Sie sich. Er ließ das Radio laufen und fragte dann: Wer war das? Ich sagte: Hans, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. Er: Können Sie auch nicht, das war Adorno. Das hat er eben alles parat. Weitere Frage: Wenn Sie über ein Bild sprachen, wo er Sie gefragt hat, was Ihnen das sagt, weist dies ja auch darauf hin, dass er wohl in der bildenden Kunst bewandert war. Inge Jens: Er hatte es erworben. Ich weiß nicht, wie weit er in der bildenden Kunst bewandert war. Er war überall bewandert. Mehr als ein Laie wusste er allemal. Wenn man sagt, Hans Meyer wusste wenig, dann war das immer noch so viel mehr, wie andere Leute ausdrückten, die sich als kenntnisreich sahen. Aber das kann ich nicht beurteilen.
aber dass er durchaus Examinierendes hatte, auch bei völlig privaten, harmlosen Besuchen, das war immer so. Bleiben Sie stehen, gucken Sie sich das an, nein, weiter links oder rechts. Da war er sehr präzise in seinen Angaben. Da musste man erst einmal gucken und dann sagte er, orakeln Sie mal. Da musste man erzählen, was einem dazu einfiel oder was nicht, oder ob man den Autor oder den Künstler näher kam. Natürlich ist mir nichts anderes übrig geblieben, als zu orakeln. Aber er sagte, das brauchen Sie nicht zu wissen, das ist Adorno. Hans Meyer hat sich auch für die Uni Hannover, für die Universität eingesetzt und dort hat er insbesondere sein Institut aufgebaut. Also Frage des Literaturinstituts in Hannover, meint Inge Jens. Da gab es praktisch nichts in Hannover. Mein Mann hatte den Ruf nach Hannover bekommen. Er hatte gesagt, ich verhandle nicht, beruft Hans Meyer aus Leipzig. Das haben sie dann auch gemacht und sind gut damit gefahren. Er hat sehr segensreich an der Technischen Hochschule gewirkt. War natürlich sehr wichtig mit seinem nicht so engen germanistischen und literaturwissenschaftlichen Kanon, sondern er passte sich den Bedürfnissen der Studenten an und unterrichtete sie dann allerdings auch wirklich in globalen Zusammenhängen. Das war seine Stärke. Es gab diese kleinkarierte Ansammlung von Spezialgebieten sozusagen, die gab es für ihn nicht. Wenn er ein Problem hatte, dann konnte er das wirklich so verfolgen, wie es die Probleme aus sich nahelegten. Aber nicht irgendeine von außen oktroyierte Ordnung oder ein Ablauf, an den er sich halten musste. Gut, in dem Sinn war er dann wirklich auch eigenschöpferisch tätig, was seine Profession betrifft. Dem stimmt Inge Jens zu. Ja, er war sicherlich in Hannover an der richtigen Stelle und die waren auch sehr glücklich mit ihm. Und er hat sich auch sehr wohl gefühlt. Er war da auch sehr gern und hat ganz offensichtlich sehr segensreich gewirkt. Ich habe einige Rückmeldungen auch von Älteren. Seine Vorlesungen wurden bald zu einem Studium Generale von Älteren besucht, von nicht-technischen Studenten. Es wurde bald auch in Hannover zu einem hochgehandelten Bildungserlebnis. Man ging hin und hörte sich das an, so wie es das hier auch gibt. Es gibt in jeder Universität Vorlesungen, wo man immer mit Gewinn hingeht, auch als Student, weil sie eben nicht fachbezogen sind, sondern sich einem allgemein interessanten Thema widmen. Frage: Es war nicht wie der Hörsaal Nummer 40 in Leipzig, aber das Phänomen war das gleiche? Nein, es war eine Institution in Hannover. Der Hörsaal 40 war natürlich auch fachlich einfach einmalig in der DDR, in der ganzen akademischen Haltung. Da konnte auch die Humboldt-Universität nicht mithalten. Hans Meyer war gerne auch ein Weltreisender. Inge Jens wurde gefragt, wie Hans Meyer durch die Welt ging. Sie antwortet, er war dann überhaupt nach seiner Emeritierung natürlich gerne gereist. Er war in den USA, in China, in Jerusalem gewesen. Das kann ich verstehen. Und das war ein großes Erlebnis. Und das war ihm auch wichtig. Nach China ist er gerne gefahren. Aber Israel war ihm auch wichtig. Frage: Hat es damit zu tun, dass doch noch irgendwo jüdische Wurzeln wirksam waren? Oder war es einfach interessant zu sehen, wie sich Israel als staatliches Gebilde entwickelt hat? Inge Jens: Sowohl als auch. Aber zunächst einmal war das der Ort, wo er nicht hätte leben können. Aber er fühlte sich ihm irgendwie zugehörig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hans Meyer in Israel glücklich gewesen wäre. Das war die ganze Atmosphäre an den Universitäten. Das war nicht seine Welt. Aber dass er dorthin kam, dass seine Wurzeln irgendwie in diesem Lande auch einen Nährboden hatten, das hat er sehr deutlich gemacht. Frage: Vielleicht, ich habe da noch nicht genügend drüber nachgedacht, aber es taucht die Frage auf, er hat ja vom Widerspruch gesprochen zwischen den Deutschen und Juden und hat auch, als er dann zurückgekommen ist, gesagt,
das lässt sich nicht so wiederherstellen. Also der Widerruf des Widerrufs ist nicht möglich. Und dann die Frage, was heißt denn das jetzt vielleicht für ein deutsch-jüdisches Verhältnis, wenn man sich das Verhältnis zum israelischen Staat anschaut und der jüdischen Heimat dort? Inge Jens: Jüdische Heimat viel eher, aber ich bezweifle, dass die jüdische Heimat, die ja nur gefühlsmäßig irgendwo bei ihm vertreten war, sehr viel mit dem konkreten Staat zu tun hat. Ich kann mich nicht erinnern, was darauf hingedeutet hätte, dass er den Staat Israel irgendwie als Heimatstaat empfunden hätte. Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Für mich wäre das sehr erstaunlich, wenn sich Belege dafür finden würden. Ich erwarte es eigentlich nicht. Hans Meyer empfand sich immer als Sozialist, als roter Kämpfer. Im Interview mit Inge Jens kommt dies deutlich hervor. Irene liest. Heinrich Bleicher fragt: Ich mache nochmal einen Sprung zurück in die Anfänge des Lebens und des Studiums von Hans Meyer. In seinen Erinnerungen schreibt er ja immer mal wieder vom roten Kämpfer und bezeichnet sich auch selbst als roten Kämpfer. Er ist ja in verschiedenen studentischen Gruppierungen gewesen, auch vorübergehend in bestimmten linken Parteien, darunter auch die KPO. Mit August Thalheimer war er ja bekannt. Und dann hat es in Köln, seiner Heimatstadt, zu seinem 85. Geburtstag eine Veranstaltung gegeben. Und da soll er gesagt haben: Ich als alter Sozialist werde nicht diese Veranstaltung hier machen lassen, solange die Kollegen Stühle rücken müssen. Und wenn die jetzt streiken, werde ich keine Veranstaltung machen. Inge Jens: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er war allerdings kein Kommunist. Ich würde ihn keiner Partei zuordnen können. Dass er links war, ist ganz außer Zweifel. Aber doch auch in einer besonderen und besonders gebildeten Form, in einer sehr eigenen Form. Es gibt nicht so viele gebildete Linke in der Generation mit solchem Hintergrund und solchen Lebenserfahrungen. Das ist historisch nicht möglich. Es ist an diese Generation gebunden. Er ist links geworden. Zunächst einmal mit linken Leuten in Berührung gekommen. Jedenfalls glaube ich, seine Erzählungen so deuten zu können. Aus Protest gegen das Elternhaus hat er seine aus der linken Bewegung kommenden Leute, ich übertreibe jetzt, mit dreckigen Stiefeln gerne nach Hause gebracht, auf die kostbaren Teppiche, um gegen das bürgerliche Elternhaus zu protestieren. Das war ein Protest gegen das Elternhaus, der muss zum Teil ziemlich heftig gewesen sein. Er hat nie ausführlich darüber gesprochen, aber immer wieder Andeutungen, und wenn Sie die zusammensetzen, dann, sagt Heinrich Bleicher, dann könnte sich gerade andeutungsweise so ein Bild ergeben. Er war kurzfristig in der Schweiz Mitglied der KPD, ohne aber einen Ausweis zu haben. Das waren so praktisch technische Sachen, die damals in der Illegalität liefen. Inge Jens: So lief das ab, und er stammte immerhin aus einem renommierten Bürgerhaus, und da war es dann auch nicht so einfach, und es ist eine Zeit lang auch schwer zu trennen, was ein Protest gegen dieses bürgerliche Elternhaus und was wirklich Überzeugung, linke Überzeugung gewesen ist. Dass er immer links gestanden hat, das ist unstrittig. Und wie weit der Protest gegen das Elternhaus eine Rolle spielte, kann ich so nicht beurteilen. Ich würde sagen, es hat keine geringe Rolle gespielt. Wie weit es ging, weiß ich nicht. Er hat auch nie darüber gesprochen, aber das ging so zwischen den Zeilen hervor. Mich erinnert das, es war für mich so ähnlich wie an Stefan Hermlin, der ja auch in Chemnitz einem großbürgerlichen, sehr kultivierten, sehr mit Bildern und großbürgerlichen Requisiten ausgestatteten Elternhaus entstammte. Bei diesen Bürgerkindern spielt natürlich auch ein gewisser Protest gegen das Elternhaus eine Rolle mit, der sich dann politisierte, je nach Gelegenheit und auch nach Gruppen, in die sie gerieten. Wenn Sie eine gescheite, kooperierende Gruppe finden, fühlen Sie sich wohl, fühlen Sie sich aufgehoben, und es macht sich weiter aus.
Er war ja mit Stefan Hamlin auch gut befreundet, stellt Heinrich Bleicher fest. Ja, sagt Inge Jens, die haben sich gut verstanden. Frage, wenn man so überlegt, gab es ähnliche Freundschaften wie die mit Hamlin? Inge Jens, das könnte ich nicht sagen. Ich weiß nicht, inwieweit die wirklich Freunde waren. Jetzt müsste man genau definieren, was Freundschaft in diesem Fall bedeutet. Dass er ein näheres Verhältnis zu Hamlin als zu anderen hatte, das ist gar keine Frage. Wahrscheinlich aufgrund dieser ähnlichen Situation. Bürgerliches Elternhaus, sowohl Hamlin berichtet von Kunstschätzen als auch Hans Meyer und dann die gemeinsame Arbeit nachher. Aber zunächst einmal der Protest gegen dieses Elternhaus, gegen den bourgeoisen Anstrich der eigenen Herkunft. Da geht auch vieles Normale ineinander über und das hätte sich nicht unbedingt zu diesem Klassenkonflikt ausweiten müssen. Das ist auch den politischen Umständen geschuldet. Das ist nicht nur persönliches Erlebnis, sondern wenn die Nazis nicht ganz durchmarschiert wären, wie in den 20er Jahren, dann wäre das alles auch ein bisschen anders gewesen. Heinrich Bleicher, das sind ja auch sehr praktische Erfahrungen und Auseinandersetzungen gewesen. Er war ja in einen Prozess als Gerichtsreferendar gegen Robert Ley verwickelt und Ley ist verurteilt worden, was dann zur Folge hatte, dass man Hans Meyer nachts aufgelauert und ihn zusammengeschlagen hat. Und er wusste natürlich, als er sein Abschlussexamen, das große 1933 in Berlin machte, und auf der anderen Seite der spätere Präsident von Hitlers sogenanntem Volksgerichtshof Freisler saß, wie gefährdet er war und ist direkt ins Exil gegangen. Inge Jens, daran hat er nicht gezweifelt. Da hatte er sich auch sehr exponiert und er war auch immer doppelt gefährdet. Einmal als Schwuler, was natürlich auch ausgenutzt wurde, nicht wie heute. Heute sagt man, so what? Aber damals war das eben doch ein Krimen, etwas, was nicht in Frage kam. Er hat im Prinzip, wenn man sich die Nazis und ihre Politik in dieser Hinsicht anschaut, drei entscheidende Fehler, bemerkte Heinrich Bleicher. Und Inge Jens führt weiter aus, er war Jude, er war schwul und er war Marxist. Dann war er auch noch links. Das war dann schon ein Risiko. An einer anderen Stelle des Interviews kommt ein kleiner deutsch-deutscher historischer Sachverhalt zum Tragen, den wir unterstreichen wollen, wo plötzlich die Namen Hans Meyer und Walter Jens und Inge Jens zusammengeführt werden. Es geht um das Jahr 1988, ein Jahr bevor in Leipzig die Demonstrationen Erfolg bekamen. Es geht um die Frage des Entstehens und der Zusammenarbeit der Akademie der Künste in Berlin. Was hat da Hans Meyer damit zu tun? Inge Jens antwortet, das ist schwer zu sagen. Er hat dafür gesorgt, dass die Geschichte dieser Institution aufgearbeitet wird, indem er kurzerhand gesagt hat, ich würde das machen. Also ich bezieht sich jetzt auf Inge Jens. Sie solle das machen. Im Beschluss des Senats bekamen wir die Anfrage, ob ich die Geschichte machen würde. Das hatte er mal vorausgesetzt. Und wenn er das beschlossen hatte, dann war das auch gute Lösung. Wie weit er an der Präsidentschaft meines Mannes beteiligt war, weiß ich nicht. An der Wahl, die ja mehr als merkwürdig war, denn er, also Walter Jens, ist ja wirklich kaum in Berlin gewesen. Und er sagte immer, ihr habt ja ein Phantom gewählt. Als es dann so weit ging und er es mit so viel Leidenschaft und eben auch wirklich mit Hingabe gemacht hat. Es war eine Glanzzeit der Akademie unter seiner Präsidentschaft. Dass es dann so gut geklappt hat, das war nicht vorauszusehen. Frage, das ist aber dann schon eine entscheidende Phase für die Akademie gewesen. Inge Jens, ja, das konnte man nicht wissen, dass just die Vereinigung kam. Er ist 1988 gewählt worden und dann kam 1989 die Entscheidung. Sein Ziel, also das Ziel von Walter Jens, war nicht, diese Schlucktechnik in Anführungszeichen zu übernehmen. Und da wusste er sich einig mit Herrn von Weizsäcker. Die hatten beide doch den Traum einer friedlichen Vereinigung von zwei gleichwertigen Partnern unter demokratischen Aspekten.
Und dies hat die Akademie gut hingekriegt. Es war nicht leicht. Es hat auch schmerzliche Austritte gegeben. Sie haben sich von einigen trennen müssen, also wirklich rabiat werden. Sie haben sich auch von Hermann Kant getrennt, der sich sehr anständig benommen hat. Aber dann ist das doch ganz gut gelungen. Aber da hatten Sie ein Modell des wirklichen Zusammengehens von zwei ähnlichen Institutionen, die sich dann zu einer vereinigten, ohne dass die eine die andere geschluckt hat. Das war ihm immer sehr wichtig, mit Heiner Müller auf der anderen Seite. Das hat viel gekostet. Man hat ihn auch ungeheuer beschimpft und angegriffen. Aber das hat ihn nicht irritiert. Er war davon überzeugt, das ist richtig und das muss so sein. Die große Unterstützung durch Herrn von Weizsäcker. Zitat, wir brauchen ein Modell. Sagen Sie Ihrem Mann, dass er irgendwie durchhalten soll. Wir brauchen ein Modell. Zitat Ende Weizsäcker. Das war an sich eine Zeit, die er auch sehr gern gemacht hat, an die er sich gern zurückerinnert hat und für mich völlig erstaunlich auch die Fähigkeiten, die er da entwickelt hat. Aber das war noch eine grandiose Abschlussleistung, das muss ich schon sagen. Gegen Ende des Interviews wird Inge Jens noch einmal gefragt, was denn das Besondere, vielleicht auch noch das aktuell Wirkende an Hans Meyer gewesen sei. Dazu meint Inge Jens, weil es wenig Menschen mit einem derartig enzyklopädischen Wissen gibt. Er deckt eine Zeit ab, für die es auch durch die politischen Unruhen in Europa, europaweit muss man sagen, Unruhen ist ein gelinder Begriff, also wo es europaweit wenig Zeugen und Zeugnisse gibt. Da ist Hans Meyer einer der wirklich wichtigen Zeitzeugen, der die Zeit bewusst erlebt hat, der viel gesehen hat, nicht immer freiwillig, aber alle Stationen, in die ihn das Leben geschickt hat oder in die es ihn verbannt hat, wie Sie wollen, immer hat er sie nicht einfach über sich ergehen lassen. Das musste er ohnehin. Aber er hat sie auch registriert und er hat versucht, sie einzuordnen und nicht nur in sein persönliches Schicksal, sondern auch in das politische Schicksal. Wir wollen unsere Lesung beschließen mit einem Textauszug besonderer Art. Wir wollen Inge Jens nochmal als politische Frau engagiert zu Wort kommen lassen. Wir gehen zurück in die 80er Jahre. Es ist der Mai 1986, der Himmelfahrtstag. Eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren für den Frieden aus Tübingen und aus der ganzen Region brechen auf nach Mutlangen, um dort einen Sitzstreik zu organisieren vor den dortigen Atomraketen, vor den Pershing-2-Raketen. Diese Waffen sollten nicht mehr bewegbar sein. Es sollte eine symbolische Sitzblockade sein. Alle, die dort dabei waren, Seniorinnen und Senioren für den Frieden, wurden angezeigt. Man sagte, es sei Nötigung von Staatsorganen gewesen. Sie hätten auch Soldaten genötigt, denn diese hätten ihre Autos nicht mehr bewegen können. Sie wurden angezeigt und sie hatten ein Gerichtsverfahren, zwei Gerichtsverfahren. Alle diese Seniorinnen und Senioren haben ab dieses als politische Situation wahrgenommen. Sie haben ihre Verteidigungsreden gehalten in Schwäbisch Gmünd und in Ellwangen. Und diese Reden wurden dann später von Sibylle Grüninger und Anne Frommann in dem Band »Wo diese schweigen, so werden die Steine schreien« veröffentlicht. Inge Jens hat für diesen Band ein Nachwort geschrieben, denn sie gehörte ja auch zu denen, die in Mutlangen protestiert hatten, mit vielen anderen Prominenten und immer wieder. Inge Jens hat in diesem Nachwort eine Position eingenommen, die in gewisser Weise uns auch vielleicht noch heute sehr aktuell erscheint und heute wirksam ist. Denn eines war für sie klar, im Jahre 1986, und es war knapp zwei Wochen nach dem Atomunfall von Tschernobyl, demonstrierten die Seniorinnen und Senioren für den Frieden in Mutlangen nicht für eine westdeutsche Friedensbewegung und nicht für einen westdeutschen Frieden, sondern sie wollten eine blockübergreifende Friedensbewegung.
Sie wollten mit den Frauen und Männern im Osten, die dort für den Frieden eintraten, solidarisch sein. Ich denke, es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, dass wir auch in Europa eine Art kontinentale Friedensdiskussion brauchen. Und das könnte wieder sehr aktuell sein. Kurz gesagt, Europa braucht Russland und Russland gehört zu Europa. Inge Jens hat dazu 1986 etwas Vorausschauendes geschrieben. Irene liest es. Als uns die Alliierten 1945 vom Faschismus befreiten, war ich 18 Jahre alt. Die gesamte öffentliche Erziehung, die ich vom Zeitpunkt meiner Einschulung 1933 an die bis zu diesem Augenblick genossen hatte, war mit der Vermittlung nationalsozialistischer Wertvorstellungen identisch gewesen. Die Menschen, die mir nach 1945 andere demokratische Normen, vor allem den selbstverständlichen, von keinen Unterwerfungs- und Sanktionsbeschreibungen dominierten Umgang mit Minderheiten sowie den offenen, der Kraft des besseren Arguments vertrauenden Moralität und Rationalität gleichermaßen verpflichteten Diskurs mit Andersdenkenden vermittelten, waren Engländer und Amerikaner. Ist es deshalb nicht legitim, in die Rechtfertigung meiner, unserer Handlungsweise einen demokratischen Grundkonsens auch und gerade mit den US-Soldaten einzubeziehen? Eine Gleichheit in der Bewertung demokratischer Umgangs- und Demonstrationsformen, die auch den von uns gewählten Modus einer gestischen Argumentation einschließt? Wir jedenfalls sind davon überzeugt, dass es eine demokratische Gemeinsamkeit gibt, die in den USA erzogenen Soldaten befähigt, den Sinn unserer Aktionen zu verstehen und eine kurzfristige Behinderung ihrer Tätigkeit als Lkw-Fahrer nicht als Versuch missdeuten zu müssen, ihnen unseren Willen aufzwingen zu wollen. Und das selbst dann nicht, wenn sie die Art unseres Vorgehens und vielleicht sogar unsere Ziele für falsch halten. Und schließlich noch eines. Man wirft uns vor, wir hätten amerikanische Soldaten durch Nötigung ihrer individuellen Handlungsfreiheit beraubt und ihre Menschenwürde tangiert. Da ist es vielleicht nicht unbillig, auch in diesem Zusammenhang die in den Plädoyers wieder und wieder formulierte Frage zu stellen, ob denn die Aufstellung der Pershing-Raketen, eine für unser Empfinden sozial absolut unerträgliche Tat, uns nicht genötigt, das heißt in eine von uns nicht gewollte und nicht verursachte Situation gebracht hat, in der wir gezwungen waren, Gesetzestreue und Gewissenspflicht gegeneinander abzuwägen. Denn selbst wenn wir mit unseren Regierungen glaubten, wir glauben es, wie die vorstehenden Plädoyers beweisen, nicht. Die Pershings oder die Lands oder Massenrüstung überhaupt könnten helfen, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in diesem Lande zu garantieren, müssen wir nicht fragen, auf wessen Kosten? Wir brauchen doch gar nicht erst zukünftige Entwicklungen zu bemühen, über die wir nur Vermutungen und Hochrechnungen entstellen können, um nachts nicht mehr schlafen zu können. Denn unser Problem ist nicht, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit zu erhalten, sondern sie überhaupt erst einmal herzustellen. Eine Situation, in der die Hochrüstung zur Wahrung unseres Besitzstandes, ja, wir wissen es sehr wohl, auch an Freiheit, um beispielsweise unsere Plädoyers und Anklagen öffentlich vor Gericht vortragen zu können. Eine Situation, wollte ich sagen, in der Hochrüstung zur Wahrung unserer Belange alle 2 Sekunden ein Kind tötet, ist für uns keine Friedenssituation und schafft keine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. In der Zeit der Raketen und der Weltraumverteidigung braucht kein Römer mehr, Jesus Christus zu kreuzigen. Die konkurrierenden Supermächte haben dafür gesorgt, dass er verhungert, ehe er das 3. Lebensjahr erreichte. Und weiter. Wer sind die Feinde, gegen die sich diese Raketen richten? Waffen, die schon ehe sie zum Einsatz kommen, 1000-fach totbringen?
die Russen, die Bolschewisten, die anderen, die wir nicht kennen, von denen wir aber wissen, dass wir sie bekämpfen und notfalls auch ausrotten müssen? Nein, meine Generation, die Überlebenden eines 5-jährigen Weltkrieges hat, und auch dafür sollen die Plädoyers dieses Bandes stehen, in ihrer Mehrheit begriffen, dass jenseits der Grenzen unseres Bündnisses nicht Inkarnationen des Bösen, sondern Menschen leben, die sich freuen und trauern und Angst haben, wie wir. Deshalb unser Bekenntnis zu einem Denken und Handeln, das das Freund-Feind-Schema zu überwinden trachtet und versucht, den anderen in seinem Anderssein nicht zu bedrohen und in ihm nicht den Feind, sondern allenfalls den politischen Gegner zu sehen, der vielleicht ein Freund von morgen ist. Wir, die durch Nationalsozialismus und Krieg bitter belehrten, wissen, unsere gegenwärtige Freiheit verdanken wir allein der Tatsache, dass neben Millionen von Johns und Henrys auch Millionen von Piotrs und Alexeis ihr Leben im Kampf gegen die deutschen Usurpatoren eingesetzt und vielfach verloren haben. Verpflichtet diese Erkenntnis uns nicht, heute alles in unseren Kräften Stehenden zu tun, damit jedenfalls ihre Kinder und Enkel leben dürfen? Und haben wir, diesen Gedanken weiterdenkend, deshalb nicht auch die Pflicht, soweit wir können, mitzuhelfen, dass das Bewusstsein von der moralischen Schuld aller auf Waffen setzenden Nationen, also auch unserer eigenen, wach bleibt? Nirgendwo in der Welt lagert so viel Rüstungs- und Vernichtungsmaterial wie in der Bundesrepublik. Und als ein wichtiger, ja, als der wichtigste Aspekt unseres Handelns eines Tages auch die überzeugt, die jetzt noch abseits stehen oder meinen, die ganze Sache ginge sie nichts an. Sicherheit durch Overkill, das ist ein Widerspruch in sich selbst, denn dieser Satz heißt gleichzeitig Tod durch Unterernährung der Menschen in der dritten Welt, durch Umweltzerstörung und Ressourcenplünderung. Er umschreibt damit einen Teufelskreis, dem, wenn überhaupt, nur durch ein radikales Umdenken zu begegnen ist. Erst wenn wir gelernt haben zu begreifen, dass das Ergebnis von Aufrüstung und Krieg nicht mehr Sieger und Besiegte, sondern nur noch Tote sein werden, wird es möglich sein, auch politisch vernünftig zu handeln. Einer solchen Erkenntnis und einem solchen Handeln vorzuarbeiten, war das Ziel jener gewaltlosen, zeichensetzenden und symbolischen Aktion der Senioren am Himmelfahrtstag 1986, von der die vorliegenden Plädoyers Zeugnis geben. Ich will schließen mit einer Erinnerung an einen Schriftsteller, den ich glücklicherweise treffen und kennenlernen durfte, Lev Kopelev. Er hat mir in den 80er Jahren klargemacht, dass wenn Diktaturen sich mit Waffen gegeneinander stellen oder wenn Diktatoren versuchen, Waffen anzuwenden, dass es dann vor allen Dingen wichtig ist, einen Dialog der Bürger untereinander, eine Art Friedensdialog von unten zu organisieren. Damals hießen die Menschen, die mit ihrer Regierung in Moskau nicht einverstanden waren, die Andersdenkenden. Vielleicht ist es wichtig, dass wir mit all denen, die für eine friedliche Entwicklung in Europa eintreten, egal ob in Lissabon oder in Minsk, in Moskau oder in Prag, in eine Art Dialog von unten treten. Und vielleicht könnte uns dabei dieser Text von Inge Jens durchaus weiterhelfen. Ja, soweit unsere Lesung, unser Beitrag. Ich hoffe, wir konnten damit ein paar Anstöße geben, ein bisschen Nachdenklichkeit erzeugen.